So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors Age of Calamity. Die letzte Mission, Entscheidung in Hateno, ist wirklich die Entscheidung und wir kriegen es noch nicht hin. Also, hoffentlich in dem Part, denn das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Alles andere haben wir schon geschafft. So, ja. Mein Plan wäre jetzt folgender. Ich schicke Zelda nach wie vor hier runter, die soll sich um diesen Hinox kümmern. Aber während Zelda dahin läuft, lade ich mit Link mein A auf. Dann habe ich das nämlich schon mal fertig. Mipha geht auch wie gewohnt hier hin. Und Ganon lassen wir hier. Der soll hier sich um den Kram hier kümmern. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Ich weiß nicht, ob es was hilft, wenn der da ist oder nicht, aber ich lasse ihn mal hier. Soweit erstmal. Soweit erstmal diese Geschichte. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wichtig ist, glaube ich, echt, dass ich mein A recht schnell und recht oft auflade. Deswegen, bis Zelda jetzt da hingelaufen ist zu dem Hinox, lade ich hier mein A auf. Dann habe ich da nämlich schnellere Möglichkeiten. So, ich sehe, Zelda ist immer noch unterwegs. Alles noch im Rahmen. Ja, Zelda läuft immer noch. Das ist okay. Wenn wir dafür zweimal A aufgeladen haben, ist das, glaube ich, schon viel wert. Okay, Zelda ist da. Wir wechseln zu Zelda. Und Link geht jetzt hier hin. Ich übernehme, Link. Genau, das tust du. Ich glaube, der Fehler ist halt wirklich, sich zu lange an den Kämpfen aufzuhalten. Na, auch der Kampf kann lange dauern oder auch schnell gehen, wenn ich mich... Ich wollte nicht, dass er brennt. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich hasse alles. Jetzt habe ich direkt meinen Feuereimer verschwendet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte die Bomben einsetzen. Aber was soll's. Ich sehe halt nichts. Komm, mach dich weg. Jetzt aber die richtige Taste. Zu langsam. Egal, er ist down. Er ist down, er ist down, er ist down. Komm, geh down jetzt. Du blödes Mistvieh. Es dauert viel zu lange. Ich brauche jetzt viel zu lange schon für den. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut gewesen. Das war nicht gut. Ich habe viel zu lange für den gebraucht. So, ich hoffe, die kriege ich auch schnell down, weil die stören mich, gegen Astor zu kämpfen. Die stören mich einfach brutal. Oh, ah, Mann, der war doch jetzt schon... Ah! Der ist doch gerade... Ah, Mann! Ja, danke. Oh. Wollte gerade sagen, der ist doch gerade schon geschwächt, dann lass mich den doch jetzt auch erledigen. So, dich noch schnell. Ganz fix, ganz fix, ganz fix. Sehr gut. Das hat nicht hingehauen. Alter, ich werd bekloppt. Ich brauche viel zu lange für die Scheiße hier gerade.
So, jetzt auf Astor. Jetzt auf Astor. Auf Astor. Alter, wie ist hier Astor an, du Pflaume? Die visiert immer den Kleinen an. Leck mich doch. Hättest du nicht vorher Astor anvisieren können? Nein, hättest du scheinbar nicht. Ah. So, reicht es, dass er weggeht? Es reicht noch nicht, es darf nicht wahr sein. Ja, wow. Alles klar. So, Link ist da, wo er sein soll. Zelda geht hier hin. Dann hat sie da noch ein bisschen Möglichkeit, vorher sich aufzuladen, bis sie da runterläuft. Schauen wir mal, ob es so funktioniert. Link ist jetzt dran. Link! Okay. Alter, diese Scheißviecher da hinten. Boah. Dass man nicht mal seine... Alter, dass man nicht mal seine Ruhe vor euch Drecksdingern hat. Lass mich mal in Ruhe jetzt hier. Ich glaube, ich muss mir die Zeit nehmen, die zu erledigen, weil ich sonst hier absolut nicht durchkomme. Ist zwar nervig, aber dann habe ich meine Ruhe. So, nochmal hier Eis drauf. Aber es gibt hier keine Möglichkeit, sich die Magie aufzuladen, ne? Nee, ich sehe da nichts. Aber wenn wir jetzt möglichst schnell zu Astor kommen und dann da zweimal oder so dreimal mit A reinknallen, sehr, sehr nice, dann habe ich viel mehr Minuten als vorhin. Viel mehr Minuten als vorhin. Also wirklich viel, viel mehr. So, ich hoffe, ich erwische sie alle drei. Weil das war vorhin ein gewaltiges Problem, dass ich da zu lange gebraucht habe. Bis die sich verabschiedet haben. Nice. So muss es sein. So muss es laufen. Ich weiß nicht, wo ich hänge, aber irgendwas bin ich gerade hängen geblieben. Alter. Kommen wir schon wieder irgendwelche Scheißviecher irgendwo her? So. Wenn ich so weitermache, habe ich eine gute Minute mehr Zeit als vorhin. Wenn ich so weiter... Alter! Leck mich weg am Arsch, Viech. Naja, eine Minute ist es nicht, aber es ist okay. So, Link geht schon mal dahin, wo Ganon nachher auftauchen wird. Mypha, du bist dran. Mypha, ich werde es versuchen. So. Diesmal treffe ich hoffentlich auch mal jedes Mal mit meinem Feuer. Und es geht nicht manchmal daneben oder so. Das war vorhin richtig kacke.
weiß nicht, wie das passiert ist, aber hey, es ist halt passiert. So, weg damit. Sehr schön. Und gleich nochmal hinterher. Und nochmal. Ich habe kein Feuer mehr. Stabil. Ja, komm, dann hau mal nochmal Eis rein. So. Elektro. Weg mit dir. Gleich nochmal hinterher. Weg mit dir. Okay, der ist weg. So. Jetzt müssen wir möglichst schnell das Tor zu dem letzten Ding aufmachen. Das ist jetzt das Problem. Das wird jetzt wieder Zeit kosten. Aber sollte ich zu lang brauchen, werde ich an die Stelle hier zurückkehren. Und nicht... Na, wisst ihr schon. Okay, also, Wechsel zu Zelda. Zelda heilt sich eine Runde. Und dann gucken wir mal. Ganon habe ich noch gar nicht eingesetzt. Das ist eigentlich ein bisschen blöd. Eigentlich könnte ich auch Ganon jetzt da unten haben. Aber ich bin etwas skeptisch. Ich lasse Ganon mal lieber da oben. So. Zelda soll nur kurz hier einmal aufladen, jetzt sind da solche blöden Drecksviecher, ist das wirklich wahr. So. So lädt Zelda ihr A schon mal nicht auf. Einmal hier durch. Da sind ganz viele Gegner. Da können wir auch unser A schön aufladen. Sehr schön. Okay, und jetzt durch. Nee, nicht Feuerwächter! Was visierst du schon für eine Scheiße an, ey? Alter, das ist doch jetzt nicht mein Scheißernst, dass ich da dahinter getroffen... Oh! Bin sauer. Ah, ich habe vergessen, Mipha runterzuschicken. Die muss ja schon mal unterwegs sein. Oh, meine Energie ist auch nicht so geil bei Zelda. Können wir mal schnell hier heilen? Das hat nicht funktioniert. Ach so, ich starte hier. Das heißt, wenn Mipha den halb besiegt, reicht es, zählt es gar nicht. Okay, komm, wir schicken jetzt mal Ganon da runter. Vielleicht kann der da schon mal vorarbeiten nachher. Link geht, wie gesagt, hier hin, wo dann Ganon auftaucht. Zeldas A aufladen war jetzt irgendwie auch nicht so mega sinnvoll, ne? Das hat jetzt irgendwie nicht so den wahnsinnigen Hype gebracht. Kann sie auch gleich dahin gehen. Okay, also. Mipha. Hallo? Mipha, ich werde es versuchen.
Das freut mich, wenn du es versuchst. Okay, dann machen wir jetzt den hier, weil dann kriegen wir gleich mal hier so ein Ding, ohne dass ich Feuer einsetzen muss. So, jetzt Feuer. Jetzt Feuer. Nochmal oder kriege ich ihn noch down? Ich kriege ihn down, ich kriege ihn down. Komm schon. Komm schon. Ich brauche nur noch einmal. Ich treffe ihn da oben nicht mehr. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Na, dann halt so. Na, es hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber dafür habe ich mir ein bisschen Feuer aufgehoben. Vielleicht kann ich diesen Effekt ja nutzen, dass ich mir ein bisschen Feuer aufgehoben habe. Bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Sind halt schon wieder bei 3 Minuten. So, verzieh dich. Gut. Also, Mifa, hierhin, Zelda ist schon da, Ganon ist auch da. Dann schauen wir mal, dass Ganon das jetzt hinkriegt. Ich bin gespannt. Eieieiei. Ganon! Man schafft halt diese Quicktime-Events immer nicht bei dem Viech. Weil das so schnell reagiert. Und da schon wieder diese ganze Sammlung an Drecksviechern, die einen einfach nur aufhalten, macht euch weg, ey. So. Wo ist es jetzt? Da. Okay. Müssen wir jetzt auch mit Magie rein. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist kein Problem. Dafür habe ich mir Feuer aufgehoben. Wo ist der Leune jetzt hin? Ach, hinter. Oh mein Gott. Okay, Attacke. Passt auch ganz gut jetzt hier hin. Kriege ich beide gefroren? Ja, nice. Und nochmal. Sehr schön. Und jetzt du nochmal. Aber die Zeit, ey. Eine Minute 28. Das haut nicht hin. Ich schaff das nicht. Das haut nicht hin. Ich wollte ja eigentlich die Elektro hier für die Kollegen einsetzen. Ja, jetzt ist es halt scheiße so.
will doch nicht den Zornwächter angreifen. Ich will doch den Leunen weg, Alter. So, Mipha ist hier, okay. Hä? Wo steht. Ich werde alle beschützen. Was ist die da oben? Ich werde bekloppt. Ich gehe. Ich gehe nicht nach. Ja, schaffe ich eh nicht, aber. Ich will was probieren. Boah, aber wie schnell muss man da sein? Selbst mit Magie. Selbst mit Magie bekomme ich es nicht hin. Das ist echt krank. Das ist echt krank. Selbst mit Magie habe ich keine Chance. Ich muss... Ich meine, ich habe am Anfang bei dem Hinox habe ich wieder ewig gebraucht. Vielleicht muss ich den auch mit Magie bearbeiten. Ja, das war's. Okay. Wie? Ich meine, ich kann ja nochmal mit erneut Versuchen arbeiten. Ne? Wir müssten da starten, wo ich Astor besiegt habe. Aber auch bei Astor habe ich halt schon wieder getrödelt. Das ist echt scheiße. Ja, genau, hier starte ich. Also Link immer noch hier. Wobei, vielleicht sollte ich Link... Nee, komm, dann soll Link hier hingehen. Dann soll Link das hier machen, der ist stärker. Dann soll Link sich darum kümmern nachher. Ah, ist alles nicht so simpel. Aber wo schicke ich dann Zelda hin? Dann soll Zelda da mitten reingehen. Vielleicht kann sie sich da schon dann schneller aufladen. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ja, machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Probieren wir das mal aus. Jetzt erstmal wieder schnell zu Mipha wechseln. Mipha, ich werde es versuchen. Alter. Oh, nice. Okay, dann machen wir es da. Machen wir das als erstes. Nein, ich hab's verpasst. Ich hasse alles. Wieso verfehle ich diese Scheiße? Das gibt's doch nicht. Wieso habe ich das jetzt wieder einmal verfehlt? Ich verstehe das nicht. Woran liegt es denn, dass ich das manchmal verfehle? Ich sehe doch, wo es hinkommt. Aber mal funktioniert es und mal funktioniert es nicht und es ist ganz komisch. Jetzt habe ich wieder ein Feuer zu wenig, ne? Jetzt muss ich schon wieder was anderes einsetzen. Ach, ist das kacke, echt. Und es reicht nicht mal. Mach dich weg jetzt. So. Abflug. Rein da. Ohne Umschweife. Ist es weg? Okay, es ist weg. So, Mipha. Weiß ich nicht. Eigentlich auch darunter. Eigentlich auch darunter. Eigentlich sollen sie alle darunter. Zelda ist jetzt da drin. Link ist da. Dann spiele ich ganz kurz mit Zelda, dass die sich hier auflädt. In dieser Meute hier. Ich hoffe, das haut hin. Ganz schnell einmal A aufladen. Mehr sollst du gar nicht machen, Kollegin. Einfach nur kurz das A aufladen. Noch ein bisschen.
So, dann gehen wir hier noch rein. Da ist Link schon gerade am rumwurschteln. Sehr schön. Und da ist auch schon der Leune. Perfekt. Genau dich brauche ich hier. Und wenn ich jetzt nämlich den Wächter gar nicht erst her schicke, das wäre ganz gut. Wenn der Wächter jetzt nicht dazukommt, das wäre super. Wenn wir hier ohne den Wächter kämpfen könnten. Das wäre optimal, weil der Wächter halt die ganze Zeit stört. Den könnte ich jetzt halt echt nicht gebrauchen. Okay, hier ist jetzt Schluss. Dann wechseln wir zu Link. Der hat noch sein A aufgeladen. Und kann das auch dem Leunen reindrücken. Und damit ist der Leune weg. Das Tor ist offen. Wir haben 2 Minuten 15. Gut, dann kann auch Link jetzt mit seiner Energie dahin rennen. Der kann ja genauso die Elektroattacke einsetzen. Dafür brauche ich ja nicht Mipha. Dafür brauchen wir nicht Mipha. So, weg mit dir. Wieso visiert ihr jetzt den Zornwächter an? Ich kotze gleich. Alter. Wo ist die Besessenheit? Wo ist die Scheißbesessenheit? Da ist die Besessenheit. Habe ich sie gekriegt? Wo ist die Scheißbesessenheit? Da ist die Besessenheit. Alter, ist das gerade richtig dumm. Okay, das war's mit der Besessenheit. 1 Minute 20. 1 Minute 20 für Ganon. Kaum mehr. Ich glaube, wir haben keine Magie mehr übrig, ne? Ich glaube, wir haben keine Magie mehr übrig. Ach, ist das kacke. Okay, Link geht hier hin. Ganon geht hier hin. Mipha geht hier hin. Zelda geht hier hin. Ja gut, mit Link können wir auch innen laufen. Vielleicht kriegt er sein A schnell noch aufgeladen hier drüben. Aber jetzt habe ich immer 1 Minute 20 Zeit, wenn es hier losgeht. Also es ist halt echt wenig Zeit, ne? Es ist echt... Okay, A ist aufgeladen, Abflug. Die anderen sind unterwegs. So, Link geht jetzt auch dahin. Ah, schicke ich schon hin. Dann wechsle ich zu Ganon, der ist am schnellsten dort. Dann kann der gegen sein eigenes Ego kämpfen. Ist in Ordnung. Na, Kollege? Alter, ich treffe den gar nicht, oder was? Das macht ihm halt überhaupt nichts aus. Stabil. Okay, ist Link schon da? Nein. Ist Zelda schon da? Ich übernehme Link. Ja. Wie sollen wir das schaffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Ich bin noch etwas ratlos. Weil der halt nochmal richtig böse aushält, ne? Also der, dafür brauchen wir noch viel mehr Zeit. Wir brauchen dafür noch viel mehr Zeit. Wo ist Mipha? Mipha ist auch da. Hat die irgendwas aufgeladen? Nee. Die Jägerbande ist angekommen. Was ist denn euer Problem? Ja, das war's dann an der Stelle.
Krieg ich irgendwie Zeit dazu oder was ist das Problem? Bekommt man vielleicht Zeit, wenn man die Hateno-Festung mehr verteidigt? Ist es sowas? Muss ich die Hateno-Festung mehr verteidigen? Boah, ey. Mifa, ich will das. Ich verteidige jetzt mal die Hateno-Festung. Zusätzlich. Ach so, scheiße. Wir starten ja hier. Ups, habe ich vergessen. Wir starten ja bei den 1,20. Lul. Okay, aber vielleicht ist es trotzdem gar nicht so doof. Link hierhin, Zelda hierhin, Mifa hierhin. Und wir spielen kurz Ganon und verteidigen hier die Festung eine Runde. Man kann nicht dieses Zeitlimit irgendwie zerstören, so das ist halt die Frage, ne? Habe ich gerade Magie zurückbekommen? Oh ja, wir haben Feuermagie bekommen. Okay. Das ist auch gar nicht mal so doof. Ich siege den Wächter. Ja, ich bin ja dabei. Aber das wird ja nichts dran ändern, dass die Zeit abläuft, ne? Oder kann ich das so verhindern? Das wäre halt interessant zu wissen. Ob man, wenn man hier praktisch alles aufräumt, ob man dann das Zeitlimit stoppen kann. Ich glaube nicht. Ich fürchte, das Zeitlimit ist trotzdem gültig. Na, es war ein Versuch jetzt, aber jetzt kommt der nächste Wächter da rein. Aber ich guck mal, jetzt erst tauchen die anderen auf. So, das verstehe ich nicht. Wir sind als Verstärkung unterwegs. Und die Zeit ist einfach abgelaufen. Die Jägerband ist angekommen und die Zeit ist abgelaufen. Hä? Was mache ich denn falsch? Also irgendwas mache ich vollkommen falsch. Ich habe das Gefühl, man kann irgendwas mit dem Zeitlimit drehen. Irgendwas kann man da machen, aber ich weiß nicht was. Weil so kann es nicht funktionieren. Das ist viel zu knapp. Was mache ich anders? Was muss ich anders machen? Ich bin böse verwirrt. Ich meine, warum kommt die Jägerbande genau, als es null ist? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Also überhaupt nicht. Also es ist halt wirklich bisher die allerschwierigste Mission, ne? Vielleicht muss ich die Vorposten einnehmen, die es hier gibt? Nützt mir das irgendwas? Mein komplett ausgeschlossen ist es auch nicht, ne?
das Nano-Recht so. Ich verstehe es nicht. Das ist irgendwas. Irgendwas passt hier nicht. Guck mal, jetzt kommt die Iga-Bande ein bisschen eher. Also irgendwie nimmt man hier schon Einfluss auf irgendein Geschehen. Guck mal, die Iga-Bande ist angekommen. Was heißt das jetzt? Trotzdem laufen die 10 Sekunden ja ab. Ich muss mal versuchen, diesen Wächter da auch noch zu besiegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann was erreichen, wenn ich da in der Festung rumwüte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, keine Ahnung. Kann mich auch täuschen. Aber ich meine, es ist doch offenbar kann ich ja die Jägerbande schneller spawnen, wenn ich hier aufräume. Was immer mir das nützen soll, aber offenbar kann ich die schneller spawnen, wenn ich da aufräume. Ich verstehe das Zeitlimit nicht. Das Zeitlimit macht mir Sorgen. Irgendwas läuft da falsch. Irgendwas läuft da richtig, richtig falsch. Ha. Die Athenor-Festung stürzt bald ein. Ja, nee, ist nicht. Einstürzen ist jetzt nicht. Sehe ich nicht. Guck mal, jetzt dauert es wieder länger, bis die kommen. Das hängt davon ab, wie viel Wächter ich da drin. Ja, guck mal, jetzt kommen sie. Das hängt irgendwie davon ab, wie ich die Wächter hier drin erledige. Habe ich das Gefühl. Jetzt sind sie bei 21 gekommen. Und jetzt ist auch wieder dieser Blitzwächter hier drin. Ah, den kriege ich nicht erledigt auf die Schnelle. Besiege den Wächter, bevor die Athenor-Festung fällt. Ja, ich versuch's ja. Das haut leider nicht hin. Okay, Blitz auf den sollte ich nicht einsetzen. Ja, Zeit ist durch. Ich muss da noch was probieren. Ich muss da noch ein bisschen rumprobieren. Ja, also diese Mission. Ich glaube wirklich, man muss die Festung mehr verteidigen. Das scheint sich irgendwie auf die Zeit aufzulösen. Soll ich nochmal neu starten? Schwierig. Es ist echt schwierig, ne? Weil wir haben so wenig Zeit. Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf, okay. Dann bleibt Link jetzt mal in der Festung. Ganon geht... Ganon bleibt auch mal hier.
Zelda geht wie immer ihren Weg zum Hinox. Vielleicht aber vorher hier so in so ein paar Gegner rein, dass die da ein bisschen aufräumen kann und ihr A aufladen kann. Es ist schwierig. Mifa geht wie immer hier hin. I don't know. Wir räumen hier mal schnell auf, schon mal im Voraus. So ein bisschen. So, zack, 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 zack. An sich, Moment, wenn ich die Wächter draußen besiege, bevor die hier auftauchen, müsste es doch eigentlich auch schon. Wait a moment. Schaut euch mal an, da ist im Moment gar keine Zeit, die abläuft. Da steht nur besiege, ach so. Der Wächter hat die Athenofestung erreicht und jetzt erst geht die Zeit los. Besiege den Wächter, bevor die Athenofestung fällt. Das ist dieser hier. Ich glaube, ich muss wirklich mehr auf die Verteidigung der Festung achten. Vielleicht kann man dieses Zeitlimit anders machen. Vielleicht geht da was. Wir werden sehen. Dass sozusagen, solange hier welche drin sind, irgendwelche Typen, dass dann das Zeitlimit abläuft oder so. Keine Ahnung. Und wenn es keine Wächter mehr gibt, dass dann vielleicht die Zeit gestoppt wird. Oh mein Gott. That's it. Seht ihr es? Das Zeitlimit läuft nicht weiter. Die Zeit läuft nur ab. Scheiße, das ist mir nie aufgefallen. Die Zeit läuft nur ab, solange Wächter in der Festung sind. Das ist das Zeitlimit. We got it. We got it hat ein bisschen gedauert. Aber okay, wir sind drauf gekommen. Dann kann trotzdem Ganon hier bleiben und sich darum kümmern. Und Link geht schön zum dem Kollegen hier. Okay, ich kann das Zeitlimit stoppen. Ich kann das Zeitlimit einfach stoppen. Alles klar. Ja, jetzt ist wieder der Wächter hat die Festung erreicht, ne? Und jetzt geht das Zeitlimit weiter. Okay. Ganon, dein Auftritt. Wächter aufhalten. So, weg mit dir, Kollege. Wächter besiegt, Zeit sollte gestoppt sein. Ja, die Truppen dürfen die Festung nicht erreichen. I got it. Alles klar, wir haben es verstanden. Da muss man erstmal drauf kommen, das ist ja echt wild. Okay, zurück zu Zelda. Ich übernehme, Link. Ja komm, du kannst doch jetzt mal hier durchrennen. So, Stück für Stück, alles easy. Wenn sie den Wächter hier besiegt, kann der gar nicht erst zur Festung rennen, ne? Also theoretisch hat sie jetzt ja die Zeit dazu, weil es läuft ja gerade eh nicht weiter. Ich frage nicht. Ja, wir können ihn jetzt ja mehr aufräumen. Wir haben jetzt ja viel mehr Zeit gewonnen, dadurch, dass wir das erfahren, dadurch, dass wir das rausgefunden haben. Und andere Wächter als hier können ja praktisch da nicht auftauchen, großartig. Also natürlich könnten neue Wächter spawnen. Das ist klar. Der Wächter hat die Athenofestung erreicht. Okay. Ganon übernehme. Mifa, ich will Ganon. Wo ist denn Ganon hingelaufen? Willst du mich verarschen? Haut einfach ab, der Kollege. Habe ich das so eingestellt? Habe ich Ganon dahin geschickt? Ich wollte Link dahin. Hä? Lol, ich habe Ganon dahin geschickt. Nein, Ganon, du gehörst hierhin. Bleib mal hier schön. Das war ja Schwachsinn. So, dann lad kurz dein A hier draußen auf. Und nimm den Wächter hier schon mal auseinander, dass der hier nie reinkommen kann.
Ich weiß, die Zeit läuft gerade ab, aber wir nehmen den jetzt kurz auseinander. Weil wir es können. Ich bin ja dabei, ich bin ja unterwegs. Chill-Spiel, chill. So, zurück in die Festung. Das ist nicht die Festung. Mann! Da ist die Festung. Ja, ja, das ist der Flugwächter, schon klar. Aber der ist dafür schnell weg. Gar kein Problem. Weg mit dir. So, damit sollte jetzt wieder die Festung geschützt sein. Das war natürlich dumm. Ich dachte immer, das Zeitlimit läuft halt ab, weil ich die ganze Zeit Leute die Festung habe kommen lassen. Ne? Das ist das Problem gewesen. So, jetzt Zelda. Ich übernehme, Link. Da bin ich. Kann jetzt einmal zu dem lustigen Hinox laufen. Jetzt oder nie. Oder erstmal hier aufräumen. Gut aufgeräumt. Na komm, machen wir's so. Mach dich weg. Dass du gar nicht erst in die Festung kommen kannst. So, tschüss. Und da drüben ist mein Kollege, zu dem ich die ganze Zeit schon hin wollte. Ich muss jetzt gut gucken, wenn die Zeit weiterläuft, muss ich erstmal wieder wechseln, ne? Ist klar. Haben wir jetzt verstanden, wie das funktioniert hier. Das ist hundertprozentig die Mission, von der Counter meinte, wenn du die falsch spielst, wirst du dich denken, wie geht die denn? Das muss genau die Mission sein. Dass ich da mehrere Parts dran sitze, hätte ich auch nicht gedacht. Aber hey, was soll's. Alter, jetzt ist doch gut. Jetzt erledigt er erstmal Zelda. Das ist natürlich auch nicht so gut. Das wollen wir nicht. So, jetzt ist er down. So. Zelda heilt sich eine Runde. Und geht eine Runde zu Astor. Moin. Super. Oh, das ist so kacke, gegen mehrere gleichzeitig kämpfen, ne? Okay, ich konzentriere mich jetzt auf den. Super funktioniert hat es wieder. Eieiei, aber ich meine, jetzt habe ich ja die Zeit. Solange kein neuer Wächter auftaucht, sind wir ja safe. Und dann kann ich mir auch die Zeit lassen, den hier in Ruhe zu besiegen. Bisher war ich ja nur immer in Hetze, weil ich dachte, ich muss schnell sein. Muss ich aber gar nicht. So, weg mit dir. Alter, ist ja gut jetzt, Astor. Reg mich nicht auf. Wir haben es verstanden. Alter. Ich treffe ihn überhaupt nicht vernünftig. Was mache ich denn da für einen Quatsch? Kann jetzt der Kleine mal hier einen Abflug machen? So nicht. Das hat nicht hingehauen. Jo. So, jetzt.
Astor, geh mir nicht auf die Nerven. Jetzt. Ei. So, weg damit. Wächter hat die Atheno-Festung erreicht, okay. Wir wechseln sofort. Wir verprügeln einmal schnell noch Astor. Das sollte reichen, dass er wechselt. Perfekt. Okay. So, Zelda geht hierhin, da kann sie ihr A weiter aufladen. Und Ganon kümmert sich jetzt um den Wächter in der Festung. Mipha, Ganon! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Eiswächter. Mach dich vom Acker hier. Aber irgendwie treffe ich den. Was ist denn das? Seht ihr das? Ich mache dem gar keinen Schaden. Was? Oh, weil dann ist schon ein scheiß Ding. Ernsthaft. Ich habe an dem Teil vorbeigeschlagen. Ist doch scheiße. Oh, ey. Das kann doch nicht als unsichtbare Wand zählen, wenn das so ein kleiner Holzbalken ist. So ein Müll. Das sehe ich als Ganon überhaupt nicht. Ja, was soll's. Scheiß drauf. So, hier ist wieder gestoppt worden. Okay. Und jetzt sind ja schon kaum noch Wächter auf dem Feld, die noch kommen können. Das kommt ja noch dazu. Gut, Link ist dran. Und Link geht jetzt erstmal hier nach hinten und räumt da ab. Das Mistding muss nämlich weg. Diese dämlichen Teile da, die überall aus der Seite mit Feuer schießen, die müssen auch mal ganz schnell den Abflug machen. Alter! Alter, das ist böse anstrengend, wenn du von allen Seiten bombardiert wirst. Mit Müll. So, macht euch weg. Aber sowas von. Wer schießt denn da jetzt immer noch? Die da. Hau ab. So, haben wir es jetzt? Haben wir jetzt jeden Müll beseitigt? Nein, ich drückte hier ver... Ich hasse es. Gleich wieder falsche Taste drücken. Gar kein Bock. Alter! Yo, jetzt leckt einfach mal alles hier. Stabil. Nice. Wächter hat die Atheno-Festung erreicht. Wir müssen gleich wieder rüber. Den erledige ich vorher noch. So viel Zeit wird ja wohl hoffentlich noch sein. Er liegt ja schon fast. So. Ab zu Ganon. Ganon, übernehmen Sie. Wo ist er?
Ah, da, das ist genau, das ist dieser Blitzwächter. Genau der ist das. Den ich vorhin bei einer Minute besiegt habe noch, ne? Also, wo es dann hieß, danach kam dann die Jägerbande. Mal schauen, ob die jetzt auch kommt, wenn ich den weg habe. Ah, der ist noch nicht besiegt. Die Zeit läuft immer noch ab. Ist natürlich nicht so wünschenswert. Okay. Da draußen ist so ein Nanowächter, der interessiert mich eigentlich jetzt nicht die Bohne bisher. So, mein A ist aufgeladen. Wenn jetzt wieder einer kommt, dann wird er relativ schnell weggezündet. So muss das. Und auch der Zorn ist wieder bereit. Gut, ab zu Link. Der sich jetzt um den Astor da drin kümmert. Aber vorher hat er noch Zeit und lädt sein zweites A noch auf. So viel Zeit hat der Link. Lasst mich in Ruhe. Und gleich haben wir das zweite A. Ah, scheiße. Okay, da ist es. Abflug. Jetzt nach Möglichkeit keinen Wächter in der Dings haben. Dann geht's hier einmal durch. Sehr schön. Das hat doch schon viel besser funktioniert als vorhin. Optimal. So, damit ist Astor erledigt. Dann kann Link sich schon mal wieder hierhin begeben. Und Zelda ist hier. Dann gehen wir jetzt kurz zu Zelda. Dann soll die mal ihr A aufladen. Ich übernehme, Link. Und vielleicht sogar dieses Ding hier einnehmen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wenn wir hier mal auch ein paar Vorposten einnehmen. Ah, wait, der Vorposten ist... Wo ist denn der... Hä? Das ist schon das hier, der Vorposten, ne? Ja. Passt schon. Der Nanowächter macht jetzt auch mal einen Abflug noch. Aua. Oder Zelda macht einen Abflug. Ich bin mir noch nicht so sicher. So. Haben wir den Vorposten jetzt eingenommen? Ich weiß es nicht. Sie hat jedenfalls die A aufgeladen. Aber sie hat nicht viel Energie mehr. Und wir haben nicht mehr allzu viel Heilung. Naja, die kriegt sie jetzt auf jeden Fall noch. Okay. Dann wuselt Zelda jetzt auch dahin. Und wir wechseln zu Mipha. Mipha, ich werde es versuchen. Und wir machen mit Mipha das Übliche. Aber wir wissen jetzt ja, es muss nicht ganz so schnell sein. Selbst wenn ich mal jetzt ein bisschen hängen bleibe, haben wir genug Zeit übrig. Das ist ja schon mal gut. So, und dann macht Mipha jetzt nämlich auch mal kurz hier außenrum. Bisschen hier den Mülleimer. Die nerven nämlich alle hier. Dann regen die mich hier auch nicht auf. Sind da noch irgendwelche in der Nähe? Nein.
Dann gibt es jetzt wieder Feuer. Sehr schön. Hätte ich das nicht rausgefunden mit der Festung, ich glaube, ich würde die Mission niemals spielen können. Also, die hätte ich ja immer wieder falsch gemacht. Also immer und immer und immer wieder. Das ist schon crazy, wie man die Mission komplett falsch spielen kann. Aber hey, so ist es halt. So. Dann muss ich jetzt hier auch nicht die ganze Zeit so schnell machen, sondern kann auch mal mir ein bisschen hier Zeit lassen mit dem Kampf. Muss mich nicht ganz so hetzen, das ist auch ganz gut. Sehr schön. Perfekt. Wir sind bei 5,46 und sie zieht sich gerade zurück, ne? Die Besessenheit. Alles gut. Ganon hat auch im Moment nichts mehr zu tun. Sehr schön. Die Zeit ist stehen geblieben im Prinzip. Perfekt. Gut. Dann Zelda jetzt wieder. Ne, Link ist dran. Ne, Zelda ist dran. Passt schon. Ganon! Ich übernehme Link. Komm her, Leune. Okay. Link nimmt hier mal kurz das Ding ein. Zelda hat jetzt ja schon mal schön vorgeschwächt. Ich könnte ja auch Glück haben. Und ich glaube, auch durch solche Sachen könnte man auch wieder Magie zurückbekommen, ne? Ich glaube, durch so Einnehmen. Alter, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, ihr. Ich sage jetzt mal keine bösen Wörter. So. Ist jetzt Ruhe. Cool. Gehen wir wieder hier rein. Sind hier noch nicht fertig gewesen. Da ist der Große und damit ist dieser Vorposten unserer. Zack. Aua. Hallo, Leunje. Und damit ist auch du mein Opfer. Sehr schön. Aua. So, wir gehen hier kein Risiko ein. Feuer und ab dafür. Okay, Festung wurde erreicht. Den Leunen muss ich kurz erledigen. Sonst kriege ich hier Probleme, aber der Leune ist auch down. Dann kurz wieder Festung verteidigen und dann kümmern wir uns um den... um die zweite Variante von der Besessenheit und haben noch 5 Minuten. Es ist unglaublich. So, wo ist das Ding? Einfach nur der leichte Feuerwächter hier. Alles klar. Der kriegt eine A-Attacke rein und das war's. Diesmal treffen wir auch, weil wir nicht vor irgendeinem Holz rumstehen. So ein Schmarrn, ey, mit dem Holz. Okay. Optimal. Festung verteidigt.
Ah, ja, wenn ich den Feuerwächter besiege, kriege ich Feuer zurück. Ja, das ergibt Sinn. Okay, ich nehme mal kurz die auseinander, dass sich sein A wieder auflädt. Easy going. Sehr schön. Perfekt. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, geht Link mit Blitzattacke zu der Besessenheit nach hinten. Das ist die falsche Richtung, Linky Boy. Linky Boy, wo bist du? Hä, wieso ist es jetzt wieder da oben? Alter, also manchmal. Nein, das ist die falsche Richtung. Hier musst du lang. Sag mal, Kollege. Falsche Taste. Ich hasse alles. Das wollte ich machen. Perfekt. Nice. Die Besessenheit kriegt gleich eins auf den Dutz. Sehr schön. Theoretisch haben wir jetzt wieder ein bisschen... Wow, was war das denn hier? Alter. Junge, was sind das denn für Attacken? Yo, Guys. Macht hier mal nicht so ein Terz. Das ist nicht, weshalb ich hier bin. So, du bist raus. Und wir verabschieden uns mal ganz anders aus dieser Reihe hier hinten. Eieieiei. So, wir haben noch 5 Minuten für Ganon. Also, das war's jetzt auch wirklich. Einmal noch hier A aufladen. Und dann raus hier. Gut. Link aufs Schlachtfeld. Wir gehen mal hier hin. Da ist schön ruhig. Zelda aufs Schlachtfeld. Hier ist ruhig. Mifa aufs Schlachtfeld. Hier ist ruhig. Und Ganon kann schon mal vorgehen. Sobald hier was passieren sollte in der Festung, werden wir uns drum kümmern. Den kleinen Nanowächter erledigen wir schon mal vorher. Beziehungsweise die zwei sind es ja sogar. Aua! Oh, da ist der Eiswächter direkt. Komm, wir hauen mal alles weg hier. Stabil. Weil der Eiswächter ist uns sowieso gleich in der Festung. Und das wollen wir nicht. Wo ist er? Da. So, weg mit dir. Und jetzt kommt nämlich die Verstärkung wegen... Die kommt wegen Ganon, ich verstehe schon. Ja. Aber gut, dass diese Sache mit den Ligas passiert ist. Sonst hätte ich nicht realisiert, dass es zeitlich ganz anders laufen kann. Dass sozusagen mehr passiert, ne? Ohne dass man... Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay. Ganon hat wieder aufgeräumt. So muss das. Und da ist Koga und die sind jetzt da. Okay. Die, denke ich mal, können sich jetzt ganz gut um den ganzen Kram hier kümmern. Dann machen wir mal den Wächter hier noch weg. Sehr schön. Und den Wächter hier auch. Und den da auch. Ich kriege jetzt alle noch auf die Mütze. Aua. Aber ich kriege auch ganz gut auf die Mütze, muss man mal sagen, ne? So, weg mit dir. Okay. Ganon,
Du kriegst selber auf die Mütze. Jetzt heißt es alle gegen Ganon. Ganon macht den Anfang gegen sich selbst. Wir verziehen uns. Ganon hat genug gekämpft. Oh, hier sind Hyänen. Ah, okay. Wir machen hier mal kurz einen Prozess. Alle sind sie da. Alle kämpfen sie mit. Das ist schon eine coole letzte Mission, muss man so sagen. Yo! Okay, das muss ich anders machen. Das muss ich hier einsetzen. Ich habe hier sonst böse Probleme gleich. Und je mehr ich meine A-Attacke einsetze, umso mehr heile ich mich wieder. Also es ist ganz gut, die A-Attacke sogar einzusetzen ein paar Mal. Und solange die Zeit nicht weiterläuft, kann ich mich ja hier drum kümmern. Das ist ja ganz gut. So, jetzt kann ich mal hier reinrennen. Hier ist nämlich auch Party. Aber richtig Party ist hier. Holy shit. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich keine Energie verliere, weil ich bin ja hier gekommen, um Energie zu bekommen. So, wo sind die Wächter? Alle auf einem Platz? Naja, noch nicht so ganz. Ah, doch, einigermaßen. Einigermaßen. Einmal so rumdrehen und zack. Mal gucken, wie viel ich erwische. Ich hoffe, genug. Ja, sehr nice. Die liegen alle optimal. Und dadurch habe ich mich auch wieder geheilt. Schön. Dann haben wir hier noch eine ganze Meute. Da gehe ich auch mal durch. Aua, das wollte ich nicht. Sehr schön. Okay, ein Wächter ist bei der Athenofestung. Ich kümmere mich sofort darum. Aua! Sofort. Einen ganz kurzen Moment noch, liebe Kollegen. Einen ganz kurzen Moment noch, ich bin gleich bei euch. Okay. Was machen wir jetzt mit Link? Den Wächter da drin erledigen wir jetzt mit Link. Halt, wo ist die Festung? Da, Lul. Erstmal voll vorbeigelaufen. Wen haben wir denn da? Ein Zornwächter, alles klar. Das ist bestimmt der, den wir nicht erledigt haben von der einen Fläche. Das ist bestimmt genau der. Hab hier schon richtig Party für den Wächter. Ah, es war nicht so geil. Aber er ist down. Nice, weg mit dir. So.
Die goldene Frage ist, gibt es noch viel mehr Truppen? Eigentlich nicht mehr. Wir sind so ziemlich durch mit den Truppen. Okay. Schauen wir mal, wie weit ich jetzt mit Link bei Ganon komme. Zumindest dürfte ich jetzt ziemlich viel Ruhe haben, um ihn zu bekämpfen. Lul. Okay, du hast mich bemerkt. Hi. Ich dachte, ich sag auch mal wieder Hallo. Ne? Guck mal, was wir alles noch für dich haben. Interessant, wie ich ihn in der Luft erwischt habe. Das ist nicht ganz, was ich wollte. So, hier. Zack. Wir haben richtig viel Magie für dich aufgehoben, mein Freund. Nachdem wir jetzt verstanden haben, wie diese Mission funktioniert. Hier. So. Und tschüss. Okay. Und tschüss. Mächter die Athenofestung erreicht. Alles klar. Ich schicke gleich jemanden hin. Okay, vorher kriegt Ganon einen Drehwurm. Oh, da ist noch ein Zornwächter. Hilfe. Den will ich jetzt hier eigentlich nicht haben. Der gefällt mir jetzt da gar nicht. Okay, Zelda. Du übernimmst mal den Wächter, der da drin gelandet ist. Was auch immer für einer. Ich hoffe nicht noch ein Zornwächter. Scheiße. Natürlich noch ein Zornwächter. Okay, alles klar. Aber der Zornwächter ist gnädig und hilft mir, ihn schön abzuziehen. Nice. Gnädiger Zornwächter, sehr schön. Sehr nice. Aber so langsam müssen wir trotzdem wieder auf die Zeit achten. Na, das wird jetzt wieder schon so ein bisschen... Ja, wir müssen halt aufpassen. Sagen wir... Aua! Sagen wir es so. Okay, das sollte es hier gewesen sein. Gut. Oh nee! Das ist einfach ein zweiter. Das ist nicht gut. Ich hätte die erledigen sollen, als sie draußen waren. Ich hätte die... Das sollte ich wirklich machen. Sollte das jetzt nochmal schief gehen, dann sollte ich die immer dann erledigen, wenn sie draußen sind, bevor die hierher kommen. Ich sollte außen rumgehen und jeden einzelnen Wächter wegnehmen. Falls es jetzt schief gehen sollte. Aber jetzt haben wir erstmal wieder die Wächter. Der ist erstmal wieder weg. So, sehr schön. Okay, Zeit ist auch gestoppt. Perfekt. So, gucken wir mal auf die Karte. Weil, genau, guck mal, es ist jetzt noch hier unten... ...ist noch ein Wächter, und zwar ein Zornwächter. Der kommt auch noch. Ansonsten sind hier nur kleine. Nanowächter. Der Zornwächter hier ist weg. Der Zornwächter hier bei Link ist auch weg. Da war einer. Da war einer. Das sind alles nur noch Nanowächter. Hier ist nochmal ein Zornwächter. Ich bin gerade fast dafür, dass ich Mipha da hinschicke und dass die sich dem annimmt, bevor der irgendeine Scheiße macht. Dann soll Link jetzt noch ein bisschen gegen Ganon kämpfen. In der Zwischenzeit. Link!
Wo bist du hingelaufen, Link? Ach so, der ist zu seinem Platz zurückgekehrt. Ja, okay, ich verstehe. Du kannst immer hier hingehen. Okay, den Nanowächter hier nehmen wir schnell raus. Der ist eh schon geschwächt. Sehr gut. Guck mal, da fehlt halt auch nicht mehr viel. Dann liegt der auch noch. Vielleicht schaffen wir es auch ohne den Zornwächter zu besiegen, da wo ich Mifa jetzt hingeschickt habe. Guck mal, an sich ist der down. Wow. Hat er in der Zwischenzeit Energie verloren oder habe ich ihm vorhin schon so viel abgezogen und weiß es nur nicht mehr? Ja, was machst du denn da? Okay, komm, dann machen wir es jetzt. Beenden wir es mit Eis. Mach einen Abflug. Okay, hat noch nicht gereicht. Ist egal. Wir haben genug Magie. Jetzt lasse ich es nicht mehr drauf ankommen. Jetzt lasse ich es sowas von nicht mehr drauf ankommen. That's it. That's it. Was für eine Mission. Das hätte eigentlich, also jetzt ohne Witz, das hier hätte eigentlich eine Story-Final-Mission sein müssen. Das war von der Strategie her, die man machen musste, von den, es haben alle mitgekämpft, es waren alle da und es ist nur eine Nebenmission. Das ist eigentlich die Story-Schlussmission. So vom Ding her. Aber gut, ist ja wurscht. Sick. Die Frage ist, kommt jetzt was oder kommt jetzt nichts mehr? Also ich werde dafür, ist es jetzt gut. Ganz ehrlich. Aber ich bekomme halt nochmal einen Stein aus einer anderen Welt. So, und ich weiß nicht, eigentlich gibt es nichts mehr, wofür ich den Mittel nutzen kann. Und eigentlich haben wir auch 100%. Bleibt einfach einer übrig am Ende? Bleibt einfach ein Stein übrig? Was passiert jetzt? Sind wir jetzt bitte durch mit diesem Spiel, bis es DLC kommt? Oh, Wahnsinn. Okay, es passiert einfach nichts. Gut. Ja, dann habe ich jetzt einen Stein übrig. Das sind ja die Hauptmissionen hier, ne? Die müssen eigentlich alle... gut, da müssen wir ja nicht gucken. Die müssen abgeschlossen sein. Ja, die müssen abgeschlossen sein, ist ja klar. So, die Schlussmissionen hier. Die müssen auch alle abgeschlossen sein. Ja, die sind alle abgeschlossen. Entscheidung in Hateno. Die war echt wild. Die war echt richtig wild. Titanic. Wir haben alles abgeschlossen. Es gibt nichts, was wir nicht abgeschlossen haben. Auch diese Charaktermissionen müssten auch alle abgeschlossen sein. Ich wüsste nicht, dass noch irgendwo was... Kann ja nichts fehlen. Also ich meine, da haben wir ja auch alles... Ne, wir haben ja alles gemacht. Ja, krass. Puh. Das war anstrengend. Na, die Dinger blinken noch, weil ich da immer eintauschen kann. Bananen gegen 1000 Rubine und so weiter. Aber das war anstrengend, mein lieber Scholli. Aber nice Sache. Da hat man wirklich alle vier jetzt gebraucht, auch am Schluss nochmal. So, ich gehe mal speichern.
Weiß nicht, warum jetzt die Mission anzeigt, aber ist ja egal. Jetzt spielen wir alles nochmal auf schwer. Ich will nicht wissen, was... Also, ich will nicht wissen, wie lange man braucht, um es sehr schwierig zu schaffen. No way. Gibt's hier irgendwas, wo man sagen kann, das hat man... Gibt's hier irgendwas, was noch nicht freigeschaltet ist oder so? Ich fahre mal alles durch, ob man das sehen würde. Ah, Spielzeit. Gegner besiegt, insgesamt Gegner besiegt. Karte vervollständigt zu 100%. Lull, 317 Wandsprünge. Gibt's hier noch irgendeine Prozentanzeige? So, keine Ahnung, alle Missionen geschafft oder sowas? Wasseroberfläche mit Stäben eingefroren. Ja, habe ich kaum gemacht. Metallkisten mit Stäben elektrisiert habe ich überhaupt nicht gemacht. Okay. Stimmt, die Gerichte habe ich auch kaum genutzt. Bäume haben wir ordentlich gefällt. 1423. Erhaltene Rubine... 360.000, ausgegebene 25.000? Hä? Was? Das ergibt kein... Hä, was sind denn ausgegebene Rubine? Ich habe doch viel mehr ausgegeben. Ja, keine Ahnung. Okay. Ah, hier kann man nochmal die Missionen nachlesen. Hier kann man nochmal die Missionstexte nachlesen. Oha. Oha. Oha! Das sind die ganzen Upgrade-Missionen. Die kann man alle hier nochmal nachlesen, den Text. Das ist ja witzig. Alter, wie viel... Yo, das waren genug. Okay. Das sind die Videos. Yo, das waren auch nicht gerade wenige. Also, ne, kann man nichts sagen. Und die haben wir auch alle. Im DLC gibt es bestimmt dann noch Astor oder so als Charakter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Schließen wir es ab. Wir sind fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Eventuell spielen wir das DLC. Ich kann es nicht versprechen. Es kommt drauf an, was, wenn das DLC rauskommt, was wir da stattdessen gerade machen. Ob ich dann sage, ich möchte oder habe jetzt Lust auf Hyrule Warriors oder nicht, ne? Wenn nicht viel Neues dazukommt, werde ich es eher lassen. Ich muss halt vorher mal gucken, wenn es jetzt zum Beispiel nur neue Nebenmissionen sind, ne? Noch mehr Kämpfe in der gleichen Umgebung. Wenn aber zum Beispiel ein ganzes neues Story-Kapitel dazukommt, dann würde ich mir das DLC natürlich schon mal anschauen wollen. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Das war eine spannende Reise. Und tschüss.